Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo, Freunde. Was? Akkuschrauberin? Was? Wie funktioniert das genau? Das Vehikel ist mit einem Akkuschrauber betrieben. Hier unten sitzt der Akkuschrauber. Ja. Statt eines normalen Elektromotors wird er mit einem Akkuschrauber angetrieben. Und wie kommt man eigentlich dazu, sowas zu bauen? Das war ein Hochschulprojekt. Genau. War die Vorgabe, etwas Interessanteres zu machen, als einen normalen Elektromotor einzubauen. Stattdessen eine Bohrmaschine einbauen und testen, ob es auch funktioniert. Die Studenten aus Hildesheim und Venlo sind altbekannte Konkurrenten und treten beim offiziellen Akkuschrauberrennen regelmäßig gegeneinander an. Die Aufgabenstellung ist für alle Studenten dieselbe. Einen Rennboliden bauen, der aus einem 3D-Drucker stammt und mit einem Akkuschrauber angetrieben wird. Das ist ja schon so ein Männerfahrzeug, ne? Der Akkuschrauber, das Akkuschrauberbike. Gibt's denn für Frauen das Dildo-Bike? Den elektronischen Vibrator? Ich komme! Ja, geil. Ja, geil. Vielen Dank, Jungs. Also, ihr habt einen deutschen Bosch-Schrauber, oder? Und ich habe so einen holländischen, Schmusch-Schrauber. Japanische Makita. Was ist das für ein Material hier? Das ist 3D, alles hier ist 3D gedruckt. 30 km/h fahren die Dinger? So ungefähr. Oder wie man in Holland sagt, Autobahn, ne? Ja, Autobahn, ja. Ja, ja, nur links. Fatman! Ja, das ist der Shit. Wo schießen die Raketen? So, Faisal. Du hast überhaupt keine Chance gegen dich. Ja, wenn du gleich sehen wir dann der Oberrad hier. Dein Knie hängt am Boden, du bremst dich selber. Und bei dir kann man Abschluss machen. Boah, ist das geil, das funktioniert ja richtig. Am Ende hatte ich schon die Hoffnung verloren. Ich dachte so, okay, verdammt, der gewinnt das Ding jetzt. Aber dann Fortuna und das Glück und Karma war auf meiner Seite und nicht auf der Seite vom Luke. Yeah! Scheiße! Also sah auf dem Ding aus wie so ein Schwein, so ein aufgespießtes Schwein, was über so einer Flamme gedreht wird. Aber dann ging das Rennen los und der fliegt da elfengleich in die Strecke und gewinnt. Oh, fuck, ey! Yeah, motherfucker! Mann! Bam! Uni-Ehre verteidigt, jetzt krieg ich die ganzen Hildesheimer Uni-Bitches. Wie konnte ich das verlieren? Wie? Digga, das ist Sport, Mann. Wie lange habt ihr das Rennen gebaut? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Und ich hab's in einem Rennen kaputt gemacht. Wie kommen Sie denn jetzt nach Hause? Komm, nächstes Rennen. Vielen Dank, Jungs. Jungs, auf geht's. Peace out. Das war's von den Roadrunners mit Luke und mir. Eine weitere verrückte Aktion von uns beiden. Wenn ihr aber verrückte Aktionen nur von mir sehen wollt, ich habe auch einen eigenen YouTube-Channel, besucht mich dort. Hier findet ihr den Link dazu. Und da gibt's ganz viele Videos von mir. Viel Spaß. Ciao.